Vor genau 3 Tagen spürte ich den intensiven Ruf, den Ondersberg zu besuchen. Da ich weiß, dass es immer sehr wichtig ist, seinen Impulsen zu folgen, habe ich mich sofort auf die Reise nach Österreich gemacht, ohne meinen Auftrag zu kennen und zu hinterfragen. Der Ondersberg wurde von Dalai Lama als das Herzchakra von Europa bezeichnet und übte schon lange Zeit eine enorme Anziehungskraft auf mich aus. Auch weiß ich, dass ich hier um den Ondersberg herum sehr viele Kraftplätze und Leylines befinden sollen. Besonders wichtig für mich ist der Zugang zum Erdgitternetz, welches sich auch hier befinden soll. Das Erdgitternetz ist sehr wichtig für uns, denn es hält die Erde im Gleichgewicht. Zum Verständnis für dich, wenn es zum Beispiel viele Unwetter gibt, Erdbeben oder Stürme auftreten, dann ist meistens das Erdgitternetz im Ungleichgewicht. Tja, und am Donnerstag wollte ich also den Ondersberg besuchen. Und genau in der Nacht bevor bekam ich die Durchsage, die neuen Energien zur Stabilisierung in das Erdgitternetz einfließen zu lassen und dort zu verankern. Auf einmal wurde mir alles klar und ich wusste ganz genau, dass ich zur Grasselhöhle aufsteigen sollte. Also gut, gesagt, getan, auf geht's. Hallo Oma Tassat, ich stehe hier vor der Grasselhöhle und wie ich wieder runterkomme, weiß ich nicht. Aber juhu, geschafft, meine Schuhe sind total voller Leben und man sieht jetzt nicht so viel, ich kann da so ein bisschen rein. In diesem Video darfst du meinen Weg ein wenig verfolgen und an der faszinierenden, wilden Schönheit von Mutter Erde teilhaben. Du darfst die Energien spüren und meine Freude teilen. Wenn es dich bewegt und du an dem Ritual teilnehmen möchtest, dann lade ich dich zum nächsten Video ein, wo ich das Ritual vollziehen werde. Ja, ich hab's geschafft und ich stehe mittendrin.